Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von PES 2020. Ewig ist es her und es tut mir wirklich leid, dass so lange keine Folge mehr gekommen ist. Aber das Ganze liegt einfach daran, dass ich wirklich sehr, sehr viel zu tun hatte. Ich habe mein Abitur geschrieben und auch sogar geschafft. Habe meinen neuen Studienplatz, Wohnung etc. und alles. Es ist sehr, sehr viel privat gerade gewesen. Nichtsdestotrotz habe ich das jetzt alles relativ hinter mir. Ihr kriegt da auch demnächst noch ganz, ganz viele coole News auf meinem Kanal. Und ich habe das jetzt alles relativ hinter mir und bin jetzt wieder drauf und dran, ein paar Folgen aufzunehmen. Heute kommt PES EM und dann am Wochenende natürlich wieder Formel 1. Und nächste Woche geht es dann wieder so richtig los. Da kommt dann auch die Bayern-Karriere und vielleicht auch nochmal FIFA und etc. etc. Also da geht es dann wieder richtig los. Deswegen würde ich mich natürlich super drüber freuen, wenn ihr mal ein Abo dalassen würdet. Und natürlich gerne auch einen Like auf dieses Video. Lange nicht mehr aufgenommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie man aufnimmt. Ich hoffe, dass das alles in Ordnung ist. Aber nichtsdestotrotz würde ich mich freuen, wenn wir mal wieder, fangen wir mal klein an und sagen mal 60 Likes. Wenn wir das schaffen würden, wäre schon extrem cool, denn diese heutige Folge ist auch extrem cool. Wir können mal ein bisschen in die Mannschaft reingucken, ob wir da was verändern, wahrscheinlich sogar nicht. Also ich würde tatsächlich so mit dieser Mannschaft reinstarten, wie sie hier zu sehen ist. Auch wenn ich mit Werner ja nicht so gut zurechtgekommen bin. Es ist wirklich lang, seitdem ich die anderen Folgen hier aufgenommen habe, deswegen habe ich keine Ahnung. Deswegen gucken wir mal ganz, ganz kurz rein in das Turnier, denn wir spielen heute ein Spiel und zwar das Finale der EM 2020 mit Deutschland und wir spielen gegen Frankreich und die waren auch in unserer Gruppe drin und da haben sie uns tatsächlich besiegt. Also ich habe gegen jeden dieser Gegner hier einmal gespielt und gegen Island, Portugal gewonnen und gegen Frankreich, soweit ich weiß, 1-0 verloren. Und jetzt treffe ich tatsächlich wieder auf sie im Finale, im Endspiel und ich bin einfach nur gespannt, aber auch total ängstlich, weil ich habe schon wirklich Angst, das Spiel jetzt zu verkacken. Wie gesagt, lange nicht mehr gespielt und jetzt dann direkt gegen so einen starken Gegner im Finale. Wir können noch mal kurz auf die Aufstellung natürlich auch von Frankreich schauen. Tatsächlich kein Griezmann drin. Ja gut, aber trotzdem, also die Mannschaft ist trotzdem sehr gut. Ja, Hernandez spielt jetzt nicht, Griezmann spielt nicht. Aber ansonsten ist die Mannschaft trotzdem gut, also mit Pogba, Mbappé, Loris, Dembélé und Kanté und vielen mehr. Also ich habe schon ziemlich viel Angst. Wir starten einfach mal rein und schauen mal, was dieses Spiel mit sich bringt. So, das Finale und da steht der Pokal, den wir hoffentlich mit nach Hause nehmen. Wir starten rein ins Spiel, Finale! Frankreich gegen Deutschland, ihr habt euch ja gewünscht, dass ich immer ein bisschen mehr vom Spiel reinschneide, dass ihr so ein bisschen mehr seht, wie ich spiele, was hier alles passiert. Heute, da wir ja nur ein Spiel haben, ist dieser Wunsch quasi wahr geworden. Und eventuell sogar die erste Chance schon, Marco Reus! Latte! Scheiße! Oh, der Ball ist sogar noch im Spiel, warte mal. Oh Gott, jetzt habe ich ihn rausgetragen. Scheiße. Oh, wie knapp. Fuck! Leute, der Rasen sieht gerade extrem hell aus. Also allgemeines Spiel sieht gerade sehr hell aus. Ich glaube, ich habe da irgendwas an den Einstellungen verändert. Das tut mir natürlich leid. Oh Gott, jetzt kommt Frankreich. Ich glaube, dass ich direkt mal auf Defensiv stelle, weil die haben nämlich auf Offensiv. Oh, und fast ein Eigentor. Eieiei, Neuer hat den. 10 Minuten gespielt auf beiden Seiten, schon Action. Wir natürlich aber mit der größeren Chance. Marco Reus, Torwart angeschossen und trotzdem noch Latte, also sehr, sehr knappes Ding. Jetzt müssen wir natürlich klug aufbauen, wir müssen eigentlich die frühe Führung hier erzielen, dass wir die Franzosen schocken. Und außerdem muss man natürlich damit rechnen, dass die immer für ein Tor gut sind. War ja ein sehr knappes Spiel in der Gruppenphase, 1-0, wie gesagt, für Frankreich ausgegangen. Aber ich habe, glaube ich, kurz vor Ende nochmal ein Abseitstor erzielt. Also war echt knapp. Ich habe gar nicht auf Defensiv gestellt. Ich bin auch so ein Vollhorst. Ich dachte, ich hätte auf Defensiv. Aber habe ich gar nicht. So, wir gewinnen gerade aktuell mehr Bälle, so wie hier gerade in diesem
Moment, dann war so ein scheiß Fehlpass. Das muss natürlich nicht unbedingt sein. Wenn der Mike verteidigen soll, dann wird's kritisch. Oh, da laufe ich dran vorbei. Neuer. Wichtig und gut geklärt von Hector. Nur leider wieder ins Aus. Habe jetzt schon zwei, dreimal gemacht. Ist nicht ganz so nice. Ah, shit. Und jetzt ist da wieder hinten eine Lücke offen. Und jetzt mache ich sie noch größer auf. Boah, Ginter. Oh, und was soll das denn immer? Also klären durch die Bälle echt schlecht gerade. Und das ist natürlich nicht so nice. Hier endlich mal sauber rausgespielt. Und der nächste Schuss hagelt auf das Tor. Also der Anfang der Hälfte hat uns gehört. Aber dann ist nichts mehr gegangen. Ich weiß nicht, vielleicht zwei Schüsse oder so. Also mehr habe ich auf jeden Fall nicht, wenn überhaupt zwei Schüsse. Also ich hatte tatsächlich nur einen Schuss. Frankreich 3. Habe auch damit gerechnet, dass es mehr sind. Oh, Reus. Und es gibt einen Freistoß. Und das könnte eine Möglichkeit sein. Mit Marco Reus haben wir die schon ein paar Mal gut getreten. Komm, bitte. Marco Reus. Bitte mach ihn rein. Bitte. Nein, abgefälscht. Abgefälscht. Und das nimmt natürlich dann den Schwung raus. Scheiße. Marco Reus jetzt. Über den geht das meiste in diesem Match. Und da ist Werner. Der staubt ab. In der 53. 1-0. Die Torhymne erklingt. Timo Werner, der mich in dieser EM-Saison echt ziemlich auf die Palme gebracht hat, staubt nach einem weiteren Marco Reus-Angriff ab. Also Marco Reus, über den geht das meiste gerade. Und Werner staubt ab und das ist so wichtig. 1-0. Klar kann hier noch viel passieren und ich denke nicht, dass ich damit durch bin. Aber wenn die jetzt ein Tor machen, dann habe ich halt noch nicht verloren, ne? Logischerweise. Das ist schon mal sehr wichtig. Ah, da ist es. Wie schnell ging das denn jetzt? Mbappé. What the fuck? Junge, sind die Farben gerade hell. Und da ist das Tor. Frankreich. Hackenpass. Und Mbappé mit dem schönen Schuss. Ja, kann man nicht meckern. Ist auch verdient, meiner Meinung nach. Nichtsdestotrotz. Natürlich bitter. Sehr, sehr bitter. Timo Werner! Was ist denn jetzt los? Es geht wieder schnell. Ein Tor nach dem anderen plötzlich. Und jetzt ist wieder Timo Werner. What the fuck? Dieser Affe. Er macht alles wieder gut, was er bisher verkackt hat. Fehlpass von Frankreich. Dann hier Unsicherheiten, die dann zu einem Schuss führen. Torwart kann den Ball dann nicht so gut sehen. 2-1. Und das Spiel liegt wieder in unseren Händen. So, jetzt können wir ja schon ein bisschen auf Zeit tatsächlich gehen. So ein paar ruhige Phasen hatte ich ja vorhin schon. Jetzt nützen die mir natürlich auch noch was. 20 Minuten sind noch zu gehen. Wir führen 2-1 durch ein paar Tore hintereinander und durch Doppel Timo Werner. Und jetzt geht's wieder über Marco Reus. Jetzt geht's wieder über Marco Reus und es geht wieder über Timo Werner. Diesmal der Ball geblockt. Oh nein, Frankreich geht auf volle Offensive. Das heißt, ich habe noch mehr Druck. Aber vielleicht können wir dadurch das entscheidende 3-1 machen. Wenn wir da hinten ein bisschen mehr Platz haben.
Die Grätschen da oben klappen relativ gut leider. Naja, guck mal, wie viele von denen gerade unterwegs sind Richtung Manuel Neuer, der wieder mal sehr gut hält. Der hält uns hier auf jeden Fall sehr gut im Spiel. Und jetzt da ganz oben. Na, jetzt kommt der Ball natürlich nicht an. Ist aber immer noch gefährlich. Was passiert hier? Toni Kroos. Ah, und schon wieder ist Taubin mit der Grätsche da. So, wir haben dreimal auf jeden Fall gewechselt. Mit Havertz und Brandt, die ja schon ein paar Mal gut bewiesen haben, was sie können. Könnte sogar noch was gehen. Für einen guten Konter oder so. Hinten haben wir Hector, der vielleicht nochmal ein bisschen Schnelligkeit rausholen kann in den Zweikämpfen. Da ist er. So, jetzt Havertz. Auf Werner, auf Timo Werner und Brandt! Jawohl! Das muss doch die Entscheidung sein! Havertz! Schöner Ball eigentlich auf Werner und der Schuss war auch nicht schlecht. Unglücklich gelaufen und der Ball von Brandt geht nur rein, weil er abgefälscht war. Der wäre sonst, glaube ich, nicht reingegangen. Ich glaube, dass der Torwart den gehabt hätte. Aber abgefälscht. Drinnen 3:1. Das muss es doch gewesen sein jetzt. 4 Minuten Nachspielzeit. Ich führe mit 2 Toren Unterschied. Kann eigentlich relativ gut verwalten. Ich denke, dass da nichts mehr anbrennen sollte. Vielleicht sogar noch ein Angriff. Na, Havertz kommt da nicht mehr ran. 2 Minuten nur noch zu spielen. Ne, es funktioniert gut. Es funktioniert verdammt gut und das heißt, Deutschland holt sich den EM-Titel. Wir haben es tatsächlich geschafft. Und wer hätte es gedacht? Wir haben es geschafft dank einem Timo Werner. Yes, Leute. Yes. 3:1. 4 Tore in der zweiten Halbzeit. 2 davon von Werner. Und 1, wo er sehr daran beteiligt war. Die Franzosen am Boden. Deutschland am Jubeln. Jawohl. Wir haben die EM tatsächlich gewonnen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs fette Supporten. Diese EM ist ja sehr gut bei euch angekommen, also vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt würde ich sagen, verabschiede ich mich. Wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche bei FIFA oder PES Trainerkarriere mit Bayern. Und Formel 1 am Wochenende natürlich auch. Macht's gut, haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Und liken nicht vergessen.